Heute ist Samstag, der 21. September 2019. Ich bin wieder in Görde anlässlich der Nachstellung und Feierstunde Schlacht an der Görde und jetzt im Biwak angekommen. Um 9.30 Uhr soll Antreten sein zum Marsch zum Denkmal im Biwak der Franzosen, die sich auch langsam vorbereiten auf den Appell. Die Engländer machen noch ein paar Exerzierübungen, bevor nachher angetreten wird zum Abmarsch zum Denkmal. Aber wir können doch kein Französisch. Das macht nichts. Aber ihr habt ja das Übersetzungsbuch in Französisch-Deutsch. Damit wisst ihr, welche Befehle ihr geben müsst, wenn die Hand kommt. Welche Ausrede gibt's noch? Wir können nicht lesen und schreiben. Zu sein Töne oder zu arbeiten. Haben wir sehen. Das synchronisiert das. Gamel ne basine. Lam à gauche. Tu. Patouche dans le canon. C'est bien ce que je trouve. Oh, euch. Hinterglied. Öffnet euch. Nein, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Marsch! Jetzt! Mit links. 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 Rechts. Links. 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 Rechts. Links. 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 Rechts. Hemete! Never again! On. Third. Schulter. Third. Sektion. Was? Zweites Glied. Schließt euch. Mal. Feuer. Um. Wer? Lach. Genau. Sektion, vorwärts, Mann. Rechte Schulter, vor. Sektion, halt. Go. Go. Gleich beginnt der Appell go. Vor dem Abmarsch go. Zum Denkmal. Go. 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 Da, Bielagosch! Marsch! Räuschen wir drüber. Komm mal rüber. Komm her. Räuschen wir mal drüber. Räuschen an die Flagge. Hast du? Irgendwann ist der Arm voll, ne?
Einzige, was ja. Jedes Jahr. Aber unsere Truppe ja auch mit Qualität verbunden ist, ne? Nicht nur mit Aussehen. Hat er nicht gehört. Lambe aus. Ich hasse es doch nicht. Immerhin. Hauptsache ihr macht schönes Feuer. Ach! Halt! André! Wenn man leichte Schmerzen verspürt, ist das alles menschlich. Heute Abend dürfen wir Jungen entfallen. Zeigen, dass ihr über den Dingen steht, solange es körperlich geht. Verlangt das von euch runter vor, das machen wir. Haben wir leider keine Nudel. Ja, Nudelsieger haben wir ja da. Wir brauchen nur jemanden, der siegen kann. Für 1000 Leute. Ja, aber es hat sich keiner bereit erklärt, weil, wie gesagt, wir schon haben. Die Soldaten. Ja, die Town. Ja. Ach, da hinten steht, ach, da habe ich verstanden. Ich dachte gerade, der im Schwarzen ist. Ja, Fotograf, bitte aus der Mitte raus! Hallo! Fotograf, bitte raus! Abteilung. Achtung! Schulter! Wer? Schulter! Stumm! Auf! 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 So, von mir nochmal ein herzliches guten Morgen und willkommen, liebe Gördeschlacht-Nachsteller. Moin, moin! Moin, moin! Moin. Herr, zur Besprechung da ein. Gut. Am Denkmal gleich die ganzen Kollegen und Politiker reden. Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr alle da seid. Habt einen schönen Tag, vermeidet Unfälle. Ja! Three cheers for King John! Hip hip! Hurrah! Hip hip! Hurrah! Hip hip! Hurrah! I'm the tiger! Top step, Brook! Let's go! Das Denkmal an der Görde. Die Truppen marschieren jetzt zum Denkmal mit Feierstunde und Kranzniederlegung. Die Vorstellung, ja, die würde mir auch zusagen. Luxemburg, also irgendwo da Benelux. Genau. Ja,
eine Reihe? Deutschland hier. Aufstellungserkranz Niederlegung. Die Truppen sind angetreten. Links, dann gehen wir nach links rüber. Bisschen kompliziert. Weil wir so einmal so, wir sind noch ein bisschen früh dran, es ist noch nicht 11 Uhr, deswegen machen wir noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Ja, habt ihr mal was Fetziges drauf? Ja. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal, wir haben uns eben im Biwak schon begrüßt, liebe Paradeaufstellung. Liebe Besucher, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier am Denkmal des Gefechts bei der Göhrde, auch genannt Göhrdeschlacht, großmundig, weil Schlacht hört sich ja viel besser an. Wir haben hier ein relativ überschaubares Gefecht gehabt an der Göhrde und das ist gelaufen am 16. September 1813 im Rahmen der Befreiungskriege. Befreiung von Napoleon, so nannte man das damals, die Befreiungskriege. Napoleon, kurz zum geschichtlichen Hintergrund, hatte mit seiner Armee versucht, Russland zu unterwerfen, ist in Moskau eingerückt. Auf dem Rückweg von Moskau ist seine Armee größtenteils zugrunde gegangen. Die hier oben haben tatsächlich alle zwei Jahre mal nachzustellen. Hier eine Veranstaltung zu machen mit einem Zeltbiwak. Wir laden Sie ein, heute nachher im Biwak. Sie können den ganzen Tag verweilen. Wir haben von 12 Uhr bis 18 Uhr Programm. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Es gibt Dixies, Sie können also den ganzen Tag hier verweilen. Ich stelle mich in die Mitte, damit ja, ich nicht auf der falschen Seite stehe. Ja, ich lese mal einmal kurz vor. Herr Malzahn, Samtgemeinde Dahlenburg. Da steht nicht Bürgermeister, aber das ist er. Willkommen, Christoph. Hurra! Hurra! Vive le preuve! Vive le preuve! Vive le preuve! Vive le preuve! Merci beaucoup! Ich kann mir das auch alles nicht merken, ich werde ja auch älter. Ich freue mich, Sie und euch alle wieder hier heute zur Veranstaltung Nachstellung der Göhrdeschlacht von 1813 begrüßen zu dürfen. Vor nunmehr 206 Jahren. Am 16. September vollzog sich auf diesem Gelände das größte Einzelgefecht, das Norddeutschland im Rahmen der Napoleonischen Kriege erlebte. Namen zusammengetragen von französischen Offizieren, die hier gestorben und verwundet wurden, Geschichte herauszuholen. Es fielen und wurden verwundet aus dem Stab des Generals Pechot, General Mielczynski, ein Pole, ein Brigadegeneral, verwundet, wurde gefangen. Der Fitzjames, ein Hauptmann, verwundet am 16.09. Von der französischen Kavallerie waren nur 83 Mann anwesend, und zwar von 28. Chasseur à Cheval, Lieutenant Amadaré, verwundet. Artillerie. Erstes Regiment reitende Artillerie. Gourdon de Ribochet, Lieutenant, verwundet, an seiner Verwundung verstorben. Wir können auch weiter mal rum. Auf der Busch! Märschen! Da
Holocaust-Denkmal im Wald. Peloton, halt! Formule Peloton, Duro! Zweite Glied wieder aufgehen nach vorne. Zweite Glied wieder aufgehen. Im zweite Glied wieder aufgehen. Zweite Glied wieder aufgehen zum zweiten Glied. Zweite Glied wieder zum zweiten Glied aufgehen. Pas de route! Die Truppen kehren von der Feierstunde am Denkmal zurück jetzt ins Biwak. Ich bin auch wieder im Biwak, jetzt was essen und dann nach Lüben Vorbereitung zum Häuserkampf. Die Franzosen sind jetzt auf dem Weg nach Lüben zum Häusergefecht, zum Häuserkampf. Und ich laufe da natürlich wieder mit. Logo. Ich bin jetzt an der Straße nach Lüben, wohin die Franzosen auch wollen. Ich weiß das natürlich, deshalb bin ich ja auch hier. Und die Preußen und Engländer werden später folgen. Im Ort Lüben angekommen jetzt. Öl drin haben laden lassen, damit die Warnschüsse losgehen können. Dasselbe machen wir mit zwei Altgedienten bei dem Weg da unten. Und dann kann der Rest nämlich frei agieren. Serie de Pis, Serie de Rohr. Womit wir heute Morgen aufgehalten haben, war das Name des Tempi. Genau dort fahren wir jetzt. Jetzt Abmarsch. Der Gegner wurde gesichtet. Die Franzosen müssen sich der Übermacht zurückziehen in einzelne Etappen mit hinhaltendem Widerstand. Oh!
Marsch in der Recht! Marsch! Recht! Rally! Gesetz! Elb high! Feuer! Wer ist denn noch schwer, muss geht man jetzt hier machen. Ich gehe vor, ich das bis heute hin da. Hier, Muschi, hier, Mann! Warte, ich werde. Hallo, Ruhe, Schulzler! Die Preußen mühen sich ja auch durch dieses Feld durch. Ich bin da auch durchgestapft. Ganz schön mühsam und anstrengend. Wenn die anderen nicht gekommen wären von euch, da, dann wären wir weg gewesen. Ja, genau. Die zweite Lektion war ja auch schon vor. Ja, du kommst nicht vorbei, ne? Kommt ja nicht vorbei. Ja, genau. Oder waren das sogar drei? Ja, hat er gemeint. Also, das wird schon passieren. Wir werden geschossen. Was ist das Worst-Case-Szenario? Oh! Ja, das ist ja dann da. Also, das ist unten. Dieser Kampf in Lüben ist beendet. Die Artillerie hat natürlich nicht mitgemacht, sondern hier inzwischen auf dem Gefechtsfeld aufgebaut. Die Truppen werden sich nur kurz ausruhen, also nicht in Biwak zurück. Und dann soll die Gefechtsnachstellung beginnen. Etwas Kavallerie macht auch mit. Formationsreiten ist allerdings noch Übung und noch nicht das eigentliche Gefecht. Und hier, wie gesagt, hier die Artilleriestellung, hier der Preußen. Wir sind da, Herr Dauber. Die Musik mit einem ganz sonnigen Applaus in eine größere Pause. Der innerhalb der nächsten Minuten. Wie viele Generale hast du denn jetzt in Handzeichen gegeben? Naja, sieht mich, weil er hört mich auch nicht. Mon General, ein Handzeichen! Hier! Er sieht es nicht. Die Franzosen hören. Meldereiter bitte! Aber jetzt ist der General sehr entgegenkommt. Ja, schau mal an. So, wir haben jetzt hier einige tausend Zuschauer, würde ich mal sagen, so 2.000, 3.000 sind es bestimmt. Geschätzt. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, Sie hatten schon einen schönen frühen Nachmittag. Diese konkreten Raketen sind normalerweise nicht einfach so auf den Boden gefallen, sondern sind kurz vor dem Auftreffen auf dem Boden explodiert, haben Splitter und allen möglichen Dreck aufgeworfen und wer dann, man kann sie nicht abwehren und dann haut man eben selber ab. So, die alliierten Truppen rücken da hinten an den Abend. Ja, die haben die Ruhe weg. Da, in der Mitte, die mit dem Land. Die Franzosen wie Sie und ich, das sind nämlich Westfalen. Und zwar nicht Westfalen aus dem Nordrhein-Westfalen, das wir heute kennen, sondern es gab ein künstlich geschaffenes Königreich Westfalen. Das ging von Magdeburg bis Kassel, von Soltau bis von Napoleon seinem jüngeren Bruder Jerome gegeben. Sollte ein Musterländle werden nach französischem Vorbild, ein ganz tolles Land, wo alle französischen Gesetze gelten und alles. Und dieses Land war notorisch pleite, was. Aber einen echten Westfalen kann man auch nicht kopieren. Ich das stimmt einer. Wohl, das stimmt wohl, das merke ich. Verformen die sich sehr stark. Der eine oder andere kennt das vielleicht so mit den Dumm-Dumm-Geschossen, die sogenannten. Vorne das Einschussloch, 18 cm im Kreis und hinten das. Jetzt werden die schneller da auf einmal. Rechts. Die Massen von Pulverdampf. Da vorne kommen die Reiter. Oh je. Ja, fällt sie runter. Hey.
So, da hat ein kleines Unglück gegeben. Die Reiterin wurde wahrscheinlich erschossen. Was haben, woraus man ablesen kann, was der Gegner vorhat. Weil Reiter haben ja oftmals auch schriftliche Befehle dabei gehabt. Und diese schriftlichen Befehle, da ist der nächste vom Pferd gefallen. Die Alliierten Franzosen hier jede Menge Verpflegung geordnet und marschiert. Und so wusste damals Weinlöwen, dass die Franzosen sich aber doch wohl verletzt. Dann machen wir eine kurze Gefechtsunterbrechung, bitte. Günther? Die war sehr schnell. Die war sehr schnell. Er ist gerade beschäftigt. Fährst du mit, André? Egal, wird er schon machen. Es kann sonst sein, dass da die nächsten Abschleppwagen kommen. Bitte fahren Sie unverzüglich. An der Bundesstraße darf niemand stehen. Markus, organisier das bitte. Das rumpft ganz schön mit den Geschützen hier los. So, jetzt kann man da hinten die alte Formation wieder einnehmen. Eingeben, wo die werden gerade ziemlich zurückgedrängt. Der General hat sie gerade alle zurückgerufen hier in die Defensivstellung. Man ist dann auch ein bisschen auf dem Hang. Man hat eine bessere Verteidigungsposition von oben herab. Man kümmert sich immer einmal zu viel als einmal zu wenig. Da hinten wird jetzt die rote Einheit und auch die preußische Flanke daneben, die werden jetzt auch von der Kavallerie angegangen. Auch die stellen sich jetzt mit den Bajonetten nach außen, bilden so ein kleines Karree. Werden die alliierten Truppen mit Karrees gezwungen, werden zurückgedrängt, der Vormarsch erstmal aufgehalten. Also nicht so, weil die wehren sich nicht. Mal wieder üben, wie wir diese damaligen Manuale umsetzen, wie wir die Bewegung auf dem Schlachtfeld machen. Und warum müssen wir das Rücken langsam kennenlernen? Ja, das soll wahrscheinlich jetzt die Frau über den Rest sein, ne? Oder wie heißt die, oder? Ach, Eleonore. Ach, Eleonore Prohasta. Da ist sie. Da liegt sie. Nicht der Laden. Da bräuchte man noch zwei, drei Mann mehr in der 60. So, ja, da hinten kommt die Reiterei wieder. Die gleichen da hinten, die Kamera, die drei, vier Artillerie an, gucken Sie mal. Oh, oh, da rennt der Trommler auch unser Leben. Ja, schon gelaufen, ja. Das Gefecht ist zu Ende. Man schickt hier gerade zu Verhandlungen an, bei denen man sich einigen kann. Die Franzosen. Ich glaube, die Artillerie da hinten, die haben auch noch was vorgeführt. Die haben bestimmt noch ihre Munitionsausstellung mit. Kommen Sie noch hoch, gucken Sie noch ein bisschen im Biber.
was es da zu sehen gibt. Sprechen Sie die Leute gerne an, viele mögen gerne noch was erzählen.